Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Minecraft Let's Plays, der Auf die Grave-Instanz. Ja, in der vergangenen Folge haben wir es erfolgreich geschafft, unser Wohnhaus hier fertigzustellen, also den Rohbau zumindest. Ja, leider ist die Folge auch ein ganz kleines bisschen ausgeartet, was die Länge betrifft. Deswegen werden wir uns heute so ein bisschen zügeln. Ein bisschen sehr zügeln sogar. Also ich würde sagen, dass wir. Warte mal, 6? Hier sind es auch 6. Ja, ich sage, ist richtig. Dass wir heute, ja, uns vielleicht auf die Einrichtung hier von dem Haus beschränken sollten und dann in einer weiteren Folge dann hier draußen die Umgebung so ein bisschen anpassen. Also zum Beispiel den Anschluss an den Weg und, ja, allgemein ein paar Pflanzen und Büsche und sowas hier hinstellen. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Und heute geht es, wie gesagt, an die Einrichtung von dem Ding. Sie ist ähnlich wie in dem anderen Wohnhaus, aber jetzt nicht komplett identisch. Habe ich mir so gedacht. Ich finde es lustig, dass man von hier aus den Hühnern gucken kann. Das mache ich gerade zum ersten Mal. Schlimm. Okay, jetzt gehen wir erstmal eine Runde schlafen, weil es ja gerade Nacht wird. Naja, gut. Danke. Ich wollte mich wieder aufregen, dass ich nicht ins Bett kann. Okay. Auf jeden Fall eine ziemlich dunkle Ecke hier. Also da werden wir wahrscheinlich nochmal irgendwann was hinbammeln müssen, was Licht macht. Okay, die Tasche ist soweit leer. Dann ziehen wir uns mal Wände hier rein. Da drüben in dem Haus, das Schlafzimmer hier auf dieser Ecke. In diesem Fall würde ich den Schlafbereich, glaube ich, hier hin machen. So, das heißt, dass wir hier eine Wand hinziehen und da, oder ist es dann ein bisschen. Ich kann es natürlich auch da hin machen, wenn es einen versetzt. Dann ist es zwar ein bisschen kleiner, das Ding, aber wenn es zwei passiert, geht dann das Bett und dann wieder. Ja. Ich würde sagen, das hier ist die Wand vom Schlafzimmer. Beziehungsweise allgemein vom Schlafbereich. Dann ziehen wir den Kletterer mal hoch. Zack. Und hier auch nochmal. Zack. Wunderbar, das wird wieder in einer Tür. Ziehen wir da nochmal wieder einen Balken drüber. Zack. Perfektus. So. Das ist die Frage. Ziehen wir da auch nochmal direkt einen Balken dran und dann da die Treppe? Oder? Es wird dann schon ziemlich dunkel hier drin, aber dann haben wir natürlich auch eine kleine Blockvariante in der Wand drin, beziehungsweise generell in der. Ja, ich glaube, das machen wir sogar wirklich. Dann ziehen wir das hier jetzt mit Treppen wieder zu. Und da oben ist jetzt auch nochmal eine Treppe hin und den Giebel. Beziehungsweise unterm Dach. Müssen wir mal gucken. Holz, 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 Holz. Ich brauche Holz. Ganz viel Holz. Erstmal ein paar Treppen. Zack. So. Fokus. Fokus. Treppus. Da hatten wir dann Treppe Nummer 1 und Treppe Nummer 2. Ja, da oben müssen wir jetzt gleich echt mal gucken, wie wir das dann machen. Habe ich das Dach in dem anderen Haus auch schon angepasst? Also mit kopfüberhängenden Treppen oder habe ich das Dach sein lassen? Ich glaube nämlich, dass ich das gemacht habe. Nee, habe ich nicht. Ich dachte, ich hätte das gemacht. Hier fehlt das auch. Sollte ich vielleicht nochmal nachträglich machen. Dann sieht das Dach auf jeden Fall ein bisschen glatter aus als so jetzt. Klar, dann wirkt das auch nicht mehr ganz so hoch, das ist richtig. Oh. Erstmal hole ich mir jetzt ein bisschen Erde, damit ich mich hochstecken kann. Und
Das Glas brummt natürlich auch nicht mehr. Tropft, meine Steine, tropft. Tropft, als wird es kein Morgen geben. Gibt es vermutlich nicht. So, Glas kommt hier wieder rein. Erdö haben wir oben. Zack. So, was brauchen wir alles? Wir brauchen einen Kessel. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das war, glaube ich, ein Kessel, oder? Ja, doch. Kupfer. Wir brauchen nämlich nochmal wieder 2 oder 4. Ja, kommt drauf an, wie groß wir die Feuerstelle machen. Ne? Kupfer ist hier. Habe ich keine Blitzableiter mehr? Ich dachte, ich hätte mehr gebaut. Mal egal. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3 und 1, 2, 3. Da holen wir uns erstmal 4 Stück. Zack. Und ein paar Lagerfeuer dann natürlich noch. 1, 2, 3. Das sollte eigentlich reichen, ein Lagerfeuerus. Dann brauchen wir noch was für die Feuerstelle. Aus welchem Material machen wir die? Aus Kobbel oder aus... Ja, machen wir aus Kobbel. So. Dann brauchen wir das noch ein bisschen und... Darf auch noch was? Und dann hätten wir jetzt eigentlich alles soweit. Ein Bett brauchen wir noch. 1, 2, 3. Noch. 1, 2, 3. Na komm, legen wir damit rein. Brauchen wir sowieso früher oder später. Zack und zack. Ich weiß, das ist jetzt noch nicht alles für die Einrichtung, aber erstmal ein Teil. Mist. Wir brauchen zwei Betten, nicht nur eins. Es sei denn, das ist ein einfaches Bett da drin. Also nochmal. 1, 2, 3. Was mache ich denn hier? 1, 2, 3. So. Holz und Wolle. Okay. Hausus. Dann was essen. Hätte ich vielleicht mal vorher drauf achten sollen. Ne? Gut, holen wir uns mal kurz was zu essen, dann können wir weitermachen. Zack, und nehmen wir ein paar Kapitel mit. Okay, jetzt geht's aber los. Hat ja viel zu lange gedauert hier. Mal wieder ein bisschen hochstecken. Dann 1, 2, 3, 4. Und nochmal Kopf über da rein. Die ganze Geschichte. Zack. Jo. Sollen wir da nochmal was Kopf über hin? Oder nehmen wir da einfach zwei ganze? Ich glaube, dann nehmen wir die. Zack. Jo, das passt schon. Und da kann hier das Schalafzimmer hin. So. Jo. Genau, dann hätten wir auf jeden Fall den Schlafbereich. Und den Ofen, Kamin, wie auch immer, den würde ich diesmal hier in diese Ecke setzen.
mal gucken, wie gut ich das hinkriege. Ob das überhaupt geht. Sollte eigentlich. So, Steinus Segus. Ah, ich weiß nicht, 1, 2, 3. So, da müssten dann rein theoretisch dann die Lagerfeuer hin. Das heißt, dass hier und da Kobbel hin müsste schon. Upsala. Zack. Und zack. Schwierig, schwierig, schwierig. Da habe ich Mauern. Perfekt. Eine Mauer da und eine Mauer da. Ach. Ich habe die Rüstungsständer vergessen. Hör Mensch. Warum erinnert ihr mich da nicht dran? Hä? Hä? Ich brauchte noch zwei Rüstungsständer. Und den Kolben und den Hebel natürlich noch. Ja, ist echt von. Ach, da hatte ich noch einen gehabt. Wusste ich doch. Wo ist Hebel? Da ist Hebel. Wunderbar. Und zwei Items. Rüstung und Schande. Ich hab Glatten? Doch, habe ich noch. Ich habe noch Glatten. So. Machen wir uns mal ein paar Stickies. Zack. Das kann doch nicht sein, dass es jetzt schon wieder dunkel wird. Habe ich so viel, bin ich gerade so viel rumgelaufen, ohne das, was ich getan, ohne das, was ich getan habe? Es war doch eben gerade erst Nacht. Wow. Also, heute scheine ich ja wirklich komplett raus zu sein. Na gut, erstmal eine Runde schlafen. Wunderbar. Guten Morgen. So, wie basteln wir jetzt hier den Kamin? Oh. Ich komme gerade echt nicht drauf, nicht so richtig. Irgendwie bin ich ein bisschen einfallslos im Moment. Mensch, das kenne ich ja gar nicht von mir. Jetzt liegt den Upsala da nicht so. Hier vielleicht. So. Natürlich überlegen, ob man hier jetzt auch nochmal eine Karte dran setzt oder ob das dann vielleicht noch zu much wird. Nichtsdestotrotz müssen die hier noch die Karten ersetzt werden. Und der letztendlich auch. Beziehungsweise eigentlich diesen hier. Der muss nicht unbedingt, aber der sollte auf jeden Fall noch Kobbel werden, genau wie hier so. Kommt da Lager von Feuer rein. Dann hat der hier die Kessel. Hat uns ganz. Okay. Vielleicht haben wir den Wand auf. Hier ist er nämlich wieder oben. So, mit Ohr. Ja, ich bin das hier vorne erstmal weg. Genauso wie den, die hier, ich mache dann wirklich eine Reihe aus Treppen. So, Treppen, Treppen, Treppen. Das war zu viel, Mist. Das muss eigentlich 5 gewesen. Das muss eigentlich 5 gewesen sein. Raus. So, da ist also das Feuer hin und das ist die Wand. Zack. So, dann, wenn wir einen kleinen Abzug haben, würde ich da
gehen, und sobald der Rad sich noch bewegt, dann kommen wir wieder weg. Dann kommen wir wieder hin und so. Und mehr drücken. Mehr drücken, mehr drücken, mehr drücken. Schönes Haus gebaut, das reißt sich immer wieder ein. Ne? Schlimm. Zack. Irgendwie stört mich dieses Wandstück da drauf. So. Vielleicht jetzt mal da noch eine Mauer hin, da noch eine Mauer hin. Ich finde das irgendwie ein bisschen komisch aus, wie soll ich. Finde ich auch. Dann vielleicht doch wieder mit einer Treppe. So. Nee, auch nicht. Ich gehe erstmal kurz raus und hole das Holz, bevor es despawnt. Wir haben es eigentlich mehr als genug, aber. Wir müssen hier jetzt nicht die Verstände bewegen. So. Das ist nicht doof aus, dass ich hier drin bin. Wenn ich jetzt die Wand rausnehme, einfach dann. Was ist das eigentlich? 1, 2, 4, 5, oder? Boah, ich könnte den vielleicht schon mal ersetzen, dann würde ich ein bisschen. Tiefen noch ein paar Tiefen noch einfügen. Zack. Manche könnte ich eigentlich noch versuchen, vielleicht auch machen. Der verbindet sich jetzt mal mit der Holzwand. Ne, da nicht. Stimmt. Das ist ja nur. Okay, dann macht er doch den Fall nicht an. Oben könnte ich hinlegen. Da kann man mal rein. Würde ich vielleicht lieber mit Treppe. Ist das eigentlich auch so, ich glaube, dass ich die Treppe jetzt habe? Nein, das ist ähnlich wie mit der Treppe. Und damit würde ich wieder die Treppe hinsetzen. So. Nein. Treppe bitte. Danke. Nee. Wunderbar. Dann gucken wir mal, was jetzt alles rausgefallen ist. Das muss ja schon wieder einige Steine gewesen sein. Boah. Wie das wieder hier so ein Fettel offen wird. Das ist irgendwie ein Schor-Ihr-Steuer gestanden. Das ist ein großer, die haben sich ja im einen Haus gemacht, der ist auch ein bisschen kleiner, ne? Nichtsdestotrotz ist hier noch das Feuer rein. Und eigentlich die alten Stands. Drei Feuer, das heißt, das Geld ist jetzt eine Diesel hier müssen. Was hab ich denn hier gemacht? Ja, komm. Nee, Lagerfeuer. Ich baue mir erstmal drei Lagerfeuer und setze da hin und dann. 1, 2,
Obwohl Holz kostet jetzt schon 1, oder? 1, oder? 2, 1, oder? So, jetzt haben wir schon mal ein Lagerfeuer. Lagerrüst von Feuer. Und. Können wir 3 bauen, das haben wir noch. Den sollte ich da jetzt noch nicht bauen. Da muss ich wieder den Kolben besetzen. Ich habe nicht so das Gefühl, dass ich wieder irgendwas falsch machen könnte. Ich glaube, ich hätte die Lagerfeuerbau gar nicht umsetzen dürfen. Wieder hin, das ist das bloß für den Rüstungsständer, den ich da jetzt versuche umzusetzen. Und ich werde da 2 Stücke. Und 2 Rüstungsständer. Ja. Nicht gerade erfolgreich. Ich will aber. Ja, das Problem ist, dass ich bloß ein kurzes Signal habe. Ah, du hast so ein Fackel. Du hast den Fang drunter, falls du auf Fackel ist. Fackelrüstung. Gucken wir mal. Da ist ja ein dauerhaftes Signal und kein kurzes. Sollte das eigentlich gehen? Redstone. Redstone Torch. So. Ja, mit so einer Einrichtung, da kann man sich echt verdammt lange dran aufhalten. So, nicht verbrennen. So, den brauche ich jetzt gerade nicht, aber den hier. So, zack. Rüstungsständer. Kommt da rein. Ja, das war ja auch wieder hier schlau. Keine Ahnung, nur den hier. Was mache ich gerade falsch? Warum geht das gerade nicht? Ja, toll. Eine neue Runde, neues Glück. Stand rein. Zack. Und Redstone aus Fackelus.
ist auch ganz am Rand, da wo ich nach wollte. Oder so weit am Rand, wie es ging. Dann verkann ich auch wieder weg. Machen noch viel dazu. Das war richtig zu. Hier kann dann der Brick hin. Und hier war auch noch ein Brick. Da müssen wir jetzt den Stein reinschieben, und zwar den hier. Den werde ich dann jetzt eigentlich nicht mehr hinbauen können. Genau. Zack. Kann man nicht verschieben, oder? Das wäre jetzt natürlich optimal, wenn das gehen würde. Perfekt. Das ist geil. Schön. Dann hat das ja soweit geklappt. Mit der Seite. Gut, jetzt habe ich natürlich den den Dingsbums hier. Da hier. Warum habe ich ja nicht viele Blitzableiter gemacht? Ich muss das noch zwei. Ah ja, toll. Wenn ich den Kessel da jetzt ein Kessel setze. Irgendwie passt es trotzdem nicht so richtig, ne? Kann ich so ein Ding da reinschieben? Versuchen wir es einfach mal. Ich glaube zwar nicht, dass es geht, aber es wäre natürlich schön. Zack. Wo habe ich jetzt den Hebel? Ja, die ich mir gedacht habe. Schade. Das Ding also nicht in die Mauer reinschieben. Oh, ärgerlich. Wirklich ärgerlich. Also so wird es ja natürlich wieder gehen. Will ich, das ist halt die Frage. Dass es da so offen ist an der Seite. Dann muss ich hier wirklich nochmal was hinsetzen. Was natürlich auch nicht unbedingt schlecht aussehen muss. Treppe, wenn ich da eine Treppe hinsetze. Und da eine Stufe einfach drauf kommt. Zack. Stört das schon nicht mehr so. Das ist offen. Oh, ich würde sagen, so lassen wir das. Zack. Und zack. Na gut, der ist auch noch weg. So, was haben wir hier gemacht? Ich habe jetzt aber die Hälfte weggerissen, das stimmt. Das kommt weg. Und das kommt weg. Und das kommt weg. Dann hatten wir den Item-Scanner wieder rangeschoben. Haben. Item. Dandy. Zack. Kolbus. Wo ist Kolbus? Lord Kolbus, da bist du. Kann ich dich auch von oben schieben? Hebel. Ja, nicht Hebel. Ich mache jedes Mal denselben Fehler. Also, wieder runtergraben. So. Jetzt das Ding weg. Das Ding weg. So, der
wieder die beiden Schlammigen hinsetzen. Schalam. Schalam, schalam. So, zack. Und darauf dann so einer. Einmal was Temporäres dahin und dann den dahin setzen. So habe ich das hier ja auch gemacht. Genau. Ja, und dann. Da Lord Kolbus. Zack. Wo ist der Hebel? Danke. Was Temporäres. Zack. Kommt der wieder weg? Kommt der weg? Und der weg. Treppe, Stufe. Stufe auf die Höhe, Treppe dahin. Und dann hat sich das. Schon eine ziemlich wilde Feuerstelle, aber ich habe doch da eine Treppe. Na komm, zack. Ja, warum auch nicht? Okay. Dann ziehen wir draußen nochmal einen Kamin hoch. Und bei der Gelegenheit sollte ich mir nochmal schnell eine neue Spitzhacke machen, weil die sonst gleich frittiert ist. Wir haben sowieso kein Cobblestone mehr, also schnell mal was holen. Und dann basteln wir uns im Kamin hinten dran. Den Schornstein, Entschuldigung. Kobbel, Kobbel. Und Spitzhus Hackus. Zack. Halt. Wird doch wieder dunkel hier. Mensch, Mensch, Mensch. Ja, ich finde es schön, so ein bisschen durchs Dorf zu laufen und an den ganzen Häusern so vorbei. Das ist schon was Feines. So, das brauchen wir jetzt nicht mehr. Zack. Und das auch nicht. Gut, den brauchen wir schon noch. Das brauchen wir jetzt. Und die Steinsäge natürlich. Die klemmen wir uns erstmal dahin. Und dann basteln wir uns auch gleich direkt mal ein paar Treppen. Die werden wir nämlich brauchen. So, da würde ich noch einen hinsetzen und hier. Da kommt das Hauptding hoch. Das heißt, dass die beiden nochmal wegkommen. Da gucke ich nochmal kurz bei der Gelegenheit, wie ich das hier gemacht habe. Achso, okay. Ihr schmeißt aber auch mit euren Eiern in die Gegend, das ist schlimm. Ja, die können wir auch in den Cornelius verspeichern. Eier in den Kornspeicher. Hab ich einen Schnee gemacht, ne? Okay, das sollten die drei Fleischsorten eigentlich sein, die ich da noch nicht reingesortiert habe. Ich habe echt noch keine Kisten mit. Ja, na, kommen wir zum Rot. Ich kann ja auch gleich schlafen gehen. Und gut. Wer hat das denn gemacht? Also ich war das bestimmt nicht. Gute Nacht. Und was trinken? Skull. Ah, weiter geht's. Na komm. Schornus Steinus. Schornus von Steiner. So, Treppe. Oder so vielleicht und so. Hier eine Treppe ran und da eine Treppe ran. Und da vielleicht so ein. Da nochmal eine Treppe. Gut. Fertig. Nein, natürlich nicht. Aber jetzt hier für dieses Stockwerk soweit. Für den Rest muss ich nochmal hochgehen. Habe ich Erde hier. Danke. Dann gehen wir einmal hoch.
wollen wir hin. Da wollen wir. Naja, wobei. Den nehme ich wieder weg. Da setzen wir dann Mauer drauf. Zack. Vielleicht noch einen. Und wieder so eine Stufe drauf und dann kommt hier eine Treppe hin, die ich jetzt natürlich gerade nicht in der Tasche habe. Aber ich habe die Steinsäge hier. Wunderbar. Treppe, 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 na, Treppe. Danke. Jo, warum auch nicht? Kann der wieder weg? Und jetzt ist der eigentlich auch soweit in Ordnung. Würde ich jedenfalls mal behaupten. Mal könnte da vielleicht noch ein irgendwas reinsetzen. Vielleicht eine Treppe nochmal. Ich meine, kann nicht schaden, muss nicht helfen. Treppe. Dann kriege ich die jetzt auch richtig hingebaut, wie ich. Ich will die nur nicht haben. Ich soll anders. So soll die hängen. Vielleicht noch mal den austauschen und so eine Treppe machen vielleicht. Oder zu einer Mauer. Machen wir eine Treppe. Die Mauer ist ein bisschen heftig dann. Zack. So. Nehmen wir den nochmal weg. Gucken uns das ganze, den ganzen Spaß immer von ein bisschen weiter weg an. Sieht ja nicht aus wie ein dicker, fetter Kobbelhaufen. Jetzt in diesem Fall. Aber das ist halt immer das Problem, wenn das bloß so ein kleines Ding ist. Viel kann man da leider nicht machen. Wir könnten. Ja, den hier vielleicht nochmal ersetzen durch eine Treppe. Vielleicht war andersrum. Zack. Okay. Oh, sieht schon wild aus, ne? Aber passend zu dem schon zu dem Ofen da drin. Ich könnte da vielleicht noch eine Mauer draufsetzen. Fällt mir gerade so ein. So, Mauer, 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 Mauer. Mauer. Auf dass es noch wilder wird. Ja. Perfekt. Fertig ist das Ding. Gut. Ich denke mal, dann haben wir es jetzt auch soweit. Mal reingucken. Mal gucken, ob einer guckt. Guckt keiner. Wenn ich die Nails rausnehme, dann ist es offen. Ich sage jetzt nicht, dass ich den Kobbel da nicht haben darf. So. Und dann zeig mal her, was da Sache gewesen ist. Warum der jetzt offen ist. Wir wissen, warum jetzt offen ist. Aha. Okay. Aber das kann man vielleicht regeln, indem ich das ja mal eine Treppe nochmal kopfüber hinsetze. Zack. Na, ich will eine Treppe reinsetzen. So. Nee,
nicht so rum. Ich wollte die Treppe eigentlich kopfüber haben. Ja, irgendwann brenne ich hier nochmal ab, ne? Das ist heiß. Ich höre das. Jetzt richtig rum. Dann muss ich immer noch nicht, oder? Das ist doch echt zum Heulen. Ja komm, nimm die Treppe auch nochmal weg, dann sehe ich doch besser. So, Treppe. Will ich die wirklich so rumsetzen oder vielleicht doch lieber andersrum? Das die große Frage. Na, lass mal so. Ich setze den hier vielleicht nochmal durch den Kobbel. Kobbelus. Zack rein. In den Spaß. Gut, das ist da wieder offen, ne? Also ich egal, das stört mich jetzt nicht. So. Gucken wir nochmal fix von draußen, ob das noch soweit okay ist, oder? Stört niemanden. Gut, dann sollte ich das da auf der Seite mal komplett anpassen. Da, der muss dann nämlich auch nochmal raus. Und dafür kommt dann ein Kabel hin. Zack. Gut. Dann haben wir es jetzt aber. Jetzt sollte es soweit sein. Schwindet immer direkt das Feuer. Warum? Okay. Ja, ich würde sagen, dann machen wir beim nächsten Mal weiter. Das Haus hat jetzt einen Ofen gekriegt. Hat ja auch lange noch gedauert. Und der Rest der Einrichtung kommt dann einfach in der nächsten Folge. Ende hoffen, dass ich dann ein bisschen schneller bin. Und ein bisschen organisierter. Okay, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und, euch stört dieser wilde Kobbelhaufen hier nicht, weil der sieht echt wild aus. Ich hätte einfach bloß jemanden einen Steinhaufen hingeschmissen und dann Feuer drin gemacht. Ja, aber auch sowas kann man ja mal haben. Und ich meine, als Kochstelle reicht das voll und ganz hin. Gut. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.